So, Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Creativerse. Ja, einige Zeit habe ich Probleme gehabt mit einem Aufnahmen, es leckte zu sehr und das habe ich behoben und jetzt habe ich konstant 30 FPS, mehr ist wahrscheinlich nicht ausgewählt und ja, jetzt können wir weitermachen. Super, dass es geht, weil für mich ist es einfach das bessere Minecraft. Ich mag es einfach und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Es ist halt noch nicht so beliebt, aber das kommt dann bald schon. Also wir gehen am besten Krabben töten. Aha, mit Shift rennen wir in Minecraft. Autsch. Oh Gott. Ja, jetzt wieder reinkommen. Ich spiele so viele unterschiedliche Spiele. Ich komme immer wieder raus. So. Die machen das. Ich hoffe, es ist laut genug, weil man stört so ein bisschen in den Ohren. Weil es bei mir viel lauter ist als bei euch im Video. Darf ich dich ein bisschen totkloppen? Hallo. Hast du keinen Rund? Jetzt. Wie viel Leben hast du? Und noch ein schlechtes Schwert. Ah, Mann. Die Kämpfe, die stören mich noch ein bisschen. Die sind so unbalanciert. Und der Gegner trifft mich, obwohl ich ja relativ ihn eigentlich immer attackiere. Also die Gegner sollten so ein bisschen ja, Schaden erleiden halt im Sinne von einfach zurückschrecken oder so, damit man nicht immer die ganze Zeit Hit and Runs machen muss. Ich hoffe, später gibt es auch gute Bögen und ja, bin gespannt mal, ob es auch andere Biome gibt. Ich sehe immer noch Gebirge, Wald und eine Art Wüste. So, Flachland. Naja, Flachland, es ist nicht. Es ist eher so. Ja, ich zeig's dann, also ich kann es nicht gut beschreiben. So rissig. Es ist so richtig rissig. Okay, jetzt ist hier gerade die Performance. Okay, es geht wieder. So, gehen wir mal hier die Höhle rein. Ich habe Lust auf Eisen, aber da müssen wir zuerst ein rechtes Stück nach unten. Also Heilung habe ich ja genug gecraftet. Das ist mal gut. Oh. Yeah! Wie geil ist denn das? Okay, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Wo ich die Abbauwerkzeuge sehe. Wie heißen die überhaupt? Ja, man sieht's gar nicht. Wieso ist das jetzt so? Das ist blöd. Ich mach mal das hier hin. Man sieht es. Hä? Ist das ein Bug? Okay. Ja, sie heißen irgendwie so. Keine Ahnung. So, Sand. Ich baue hier mal ein bisschen Sand ab, damit wir Glas herstellen können. Das ist Dirt. Ich brauche noch Matte, habe ich glaube ich gesammelt. Was weiß ich noch. Mal hier rein. Da ist leider nichts. Kann mich eigentlich zu das Bedrock abbauen. Ja, dann nehme ich ein bisschen mit. Limestone. So ist gut. Noch ein bisschen Limestone. Ist das Limestone? Das ist Stone. Das ist Limestone. Das ist auch Bedrock. Ja, okay. Vielleicht finden wir woanders Limestone. Da müssen wir dann bei mehr Licht Ding haben. Jetzt möchte ich noch kurz die hier um
Die auch. So, auf die 8 möchte ich es gerne haben. Genau. Das ist Limestone, das ist Bedrock auch. Ja, Limettenstein oder wie man dem sagt. Ist halt limettenfarbig. Da hat es noch ein paar Pilzchen. Okay, es hat sich wieder gehangen. Jetzt ist wieder gute FPS. Und jetzt, wenn ich sage, es ist wieder schlechte FPS, sollte einfach ein bisschen weniger mich nerven. Sonst muss ich ja in den Aufnahmen ein bisschen die Grafik runterstellen. Ich habe hier schon Shader aus. Oder nein, dieses andere da. Motion Blur. Okay, besiege ich hier mal ein bisschen diese angriffslustigen Schweine da. Ich werde immer getroffen. Oh, ein Shard. Crystal Shard, okay. Er hat mich nicht angegriffen. Diese Laus. Die ist spitzig und spitzig. Ist hier Kohle? Oder Obsidian? Ah, ich kann nicht schleichen. Muss ich so schleichen? Nein, man kann nicht schleichen. Ich muss das zuerst wieder checken, dass man nicht schleichen kann. Dafür habe ich die Erde mit, damit ich mich hier hochbauen kann, sonst geht es nämlich zu lange und zu blöde. Habe ich nur so wenig Fackeln? Nein, ich habe schon mehr. 26 oder was? Ein bisschen ansehgefühlerlich. Visuals. View Radius ist. Soll ich den ein bisschen runterstellen? Ja, Shadow-Qualität muss ich leider auch. Ja, ist halt. Ja, okay. Geht eigentlich noch. Oh, da ist noch eine Kiste. Die Grafik ist eigentlich immer gut. Also die Grafik wird irgendwie gar nicht schlechter. Kann das rauswerfen. Dann Mülleimer. Nein, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Das kann man innerhalb von einer Sekunde herstellen. Also ohne richtigen. Also mit den Materialien so holen und so. Eigentlich recht günstig. Was ist hier? Habe ich nur ein bisschen. Da mache ich mal die Fackel weg. So. Möchte ich einfach noch kurz wissen, wo mein Haus ist. Das war hier. Ist denn das in der Nähe hier? Können wir nicht, aber... Also es leckt immer noch, es ist wegen Fraps, also... Ja, da bringt es eigentlich gar nicht. Abzubauen. Oh, wieso leckst du jetzt? Zum guten Glück habe ich nur eine Fackel platziert und nicht irgendwas noch... Ja, Schlimmes. Okay, hier ist auch nichts. Ja, der wollte abhauen, konnte aber nicht. Ist hier Kohle? Ich habe nur eine Fackel. Und da habe ich auch nur eine Fackel. Wo ist denn Kohle? Ich brauch doch Kohle. Lalalala. Komm nicht hoch. Lol, der packt sich doch dort. Also es ist noch nicht so final.
Da ist leider nichts. Ich sehe so wenig. Bei mir scheint es in dem Bildschirm. Die kann man aber. Nein, noch nicht. Hm. So, Limestone. Ach, Bedrock. Ja. Hm. So, da man ja nicht schlafen kann, werde ich noch ein bisschen zum Leveln. Also zum Leveln. Zum Items bekommen und so ein bisschen Mond zu kloppen. Wenn sie halt angreifen. Und wann kann man eigentlich die Blätter abbauen? Also, dass sie automatisch abgebaut verschwinden. Ich möchte das Update lernen. Sie haben jetzt schon längere Zeit nicht mehr ein Update herausgebracht. Die letzte ist so von Anfang März oder so. Keine Ahnung, nicht genau was. So. Pass auf. Ah, das ist normal. Da ist einer. Wildschwein. Die sind. Ein? Hä? Oder ist es schon verletzt gewesen? Hm. Ja. Ich gehe mal hier rauf. Ja. Du musst schon rennen. Okay. Ich würde die mal mehr rausnehmen. Knochen kann ich auch mal kurz wieder rausnehmen. Schleimbälle. Die kann ich reinlegen, da mache ich ja nichts draus. So, mal gucken. Ich kann hier Knochen herstellen draus. Ja, machen wir mal. Bedrock, Limestone, Stone. Ja, Twine brauche ich jetzt nicht. So. Ich möchte gerne, da brauche ich Obsidian. Mehr Obsidian, okay. Fackeln möchte ich gerne. Da ich ja jetzt Kohle habe und recht gut Kohle herstellen kann, mache ich mal hier nochmal Fackeln. Und Kohlefackeln. Und jetzt mal denken. Also, Häuser bauen wollte ich ja. Aber man kann noch nicht so viel herstellen. Mit welchen Materialien kann man denn Häuser herstellen? Und muss man die in Kisten finden? Die Pläne. Von denen habe ich ja recht viel. Okay, hallo. Ja, wer macht sich so eine Torch? Muss man die hinstellen? Kann man Lampen hinstellen? Ich hoffe schon, nicht einfach nur tragen. Okay, die Crystal Shards brauchen wir für Freeze Resistance Push. Sicher Obsidian oder Eisen. Das ist Eisen, das ist Obsidian, okay. Hallo? So. Besser gerüstet. Auch automatisch hingetan. Gut, 7 haben wir. Okay, die brauchen relativ lange. Warten. Also, was brauchen wir nicht? Diese.
christliche Art. Ist das Obsidian? Ah, die sind mal in den Kisten. Wutwall. Wieso habe ich eigentlich jetzt die Sachen hinter dem... Wieso sind die im Hintergrund? Was ist denn das für ein Bug? Ich möchte Glas herstellen. Glas. Man kann doch kein Glas herstellen. Es heilt nicht, es heilt nicht. Das kann man herstellen, aber normales Glas nicht. Okay, schade. Jo, dann werde ich mal, ja, wieder kleines Pacing machen und warten, bis der nächste Patch kommt und so. Und, ja, eben, leider ist das Spiel noch recht verbuggt und noch unbalanciert, aber es kommt. Und ja, ich hoffe drauf, weil es macht mir wirklich viel Spaß. Und ja, dass ihr auch diese FPS-Drops manchmal hinkriegen. Und eben, wenn ihr weitere Videos von Creativers sehen wollt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst kommen eben zwischendurch manchmal Videos, also vom Let's Play. Und das Let's Play geht ja weiter, also einfach nicht mehr jetzt oft, weil eben es alles so ein bisschen den Spielspaß trübt, wenn alles, ja zum Beispiel alles nicht sichtbar ist. Das muss zumindest das weg. Und gerne hätte ich eben auch die FPS-Drops weg. Sonst, ja, eben, es liegt halt auch ein bisschen am Fraps. Also der PC, den kaufe ich bald. Dann wird alles besser, hoffentlich. Und ja, ich schaue, dass ich den PC auf Windows 7 bekomme, damit ich die alten Spiele auch noch spielen kann. Ohne schlimme Aussätze oder so. Ja, also, Dankeschön fürs Schauen. Und bis hoffentlich bald zum nächsten Mal. Tschüsschen.